geimpft bist, ist es okay. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Scheißegal, was du dir in die Adern jagst. Aber sobald du Spaltung unterstützt und willst, dass Ungeimpfte nicht mehr teilnehmen können am öffentlichen Leben, dann bist du eine größere Missgeburt als Menschen, die Bewegungsmelder gesteuerte Lampen. Oh, Entschuldigung? Du hast auf laut gestellt. Inwiefern jetzt? Sorry, wieder über diese Box. Oh, okay, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ihr habt das alle gehört jetzt, oder? I knew this day would arrive. Entschuldigung, könntet ihr ein bisschen leiser sein, irgendwie meine Kopfhörer sind ziemlich leise und deswegen. Universitäten, meistens wunderschöne, prachtvolle alte Gebäude, die leider aber allzu oft für politische Indoktrination der heranwachsenden Generation missbraucht werden. Natürlich haben wir hier die klassischen Hashtag for Gender Studies, der Wissenschaftstag der Gender Studies. Irgendwie kommt mir das ein bisschen paradox vor. Aber lassen wir das erstmal. Es sind wohl die politisch korrektesten Orte, die man so finden kann. Und genau deswegen waren wir heute dort. Um genauer zu sein, in den Mensen oder Cafeteria-Innen. Mensa ist gut. Jedenfalls mit meinem Laptop, genauso mit meinen Kopfhörern, aber leider nicht mit dem passenden Fachwissen, wie man diese Kopfhörer auch vernünftig in den Computer steckt. Was passiert also, wenn man politisch unkorrekte Reden und Lieder abspielt und die ganze Mensa mithört? Finden wir es also heraus und machen zuerst einmal einen kleinen Clip vom Komiker Nikolai Binner an. Jo, was geht? Bin gerade hier in der Cafeteria. Ja, kann ich machen. Was ist das für ein Video? Was Lustiges? Machen wir. Übrigens, seitdem Geimpfte jetzt nach und nach ihre Rechte wieder zurückbekommen, wollte ich an dieser Stelle Nummer 1 klarstellen. Ich identifiziere mich als Geimpfter. Und jeder, der das nicht anerkennt, ist ein Nazi. Unsere Sprache wird übrigens auch immer mehr für Spaltung instrumentalisiert. Leute, die sich nicht impfen lassen, nennt man jetzt Impfverweigerer. Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du doch kein Impfverweigerer, sondern du lässt dich halt einfach nicht impfen. Wenn du nie Sex hast, macht dich das doch auch nicht zum Sexverweigerer, sondern zum ganz normalen Mitglied der Grünen Jugend. Muttermilch soll jetzt auch umbenannt werden in Milch des stillenden Elternteils. Ja, damit endlich alle Holgers, denen Milch aus den Titten kommt, nachdem sie ein Kind aus ihrer Muschi gepresst haben, endlich Respekt und Anerkennung gezollt wird. Wisst ihr, wie man Männer nennt, die Kinder auf die Welt bringen und sie dann stillen? Frauen. Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du doch kein Impfverweigerer, sondern du lässt dich halt einfach nicht impfen. Wenn du nie Sex hast, macht dich das doch auch nicht zum... Deinem Kopfhörer sind nicht eingesteckt. Entschuldigung? Deine Kopfhörer sind nicht eingesteckt. Inwiefern jetzt? Also sie sind auf laut. Wenn du geimpft bist, ist es okay. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Scheißegal, was du dir in die Adern jagst. Aber sobald du Spaltung unterstützt und willst, dass Ungeimpfte nicht mehr teilnehmen können am öffentlichen Leben, dann bist du eine größere Missgeburt als Menschen, die Bewegungsmelder gesteuerte Lampen. Oh, Entschuldigung? Ihr habt das jetzt gehört? Ja. Im Ernst? Ach du Scheiße. Okay, shit, tut mir leid. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Entschuldigung? Du hast auf laut gestellt. Inwiefern jetzt? Ja, alle hören. Das ist nicht nur Toiletten einbauen. Merkst du gar nicht, ne? Ach du Scheiße. Ja, ist nicht weiter schlimm. Okay, tut mir leid. Okay, shit, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, Leute. Okay. Tut mir leid. Was wir als nächstes anmachen? Ich sag nur drei Wörter. Let's go, Brandon. Ja, ich sitze gerade in dem Café hier. Ja, klar, kann ich machen. Was ist das für ein Lied? Ein Remix. Ja, okay, mach ich. Send mir einfach den Link. Hey. Ja? Man hört alles super laut. Ich weiß nicht, ob das über die Kopfhörer ist, nur... Ach du Scheiße. Das ist über die Box verbunden. Oh Gott, Digga. Entschuldigung? It's connected to the... Pardon? I'm waiting for a friend, like, I'm gonna order... No, I'm not saying that. I'm saying that it's connected here. You are with your phones, maybe you don't get it, but... It's quite loud. It's connected. It's the not with the iPhone. No, it's connected here also. Ach du. I'm sorry, man. Alles gut. I'm sorry. Do you have a mask? Yes, I'm waiting. Oh, but that's so. I'm like. I'm good. Sorry, man. Oh? Dein Kopfhörer sind nicht angeschlossen. Wie, also. Okay. Sorry. Mach's gut. Okay.
Okay, entschuldigt, Jungs. Entschuldigt. Fuck. That's fucked up, I'm sorry, man. But the song is fire, or not? You don't think so? You like Biden? No? I don't too. Okay, no problem. Sorry again, yes? War das jetzt die ganze Zeit so laut? Ja, ja. Okay, tut mir leid. Alles gut. Ja. Aber es ist ein Top-Lied, oder? Ja, ist. War gut, oder? Tja, und wie wär's jetzt noch mit einer Trump-Rede hinterher? Our move is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest. They partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat. Ja, bitte? Dein Ton ist laut, die Kopfhörer sind nicht angesteckt. Inwiefern? Was? Die Kopfhörer sind nicht angesteckt. Oh, ich hab mir doch gedacht, das klingt irgendwie scheiße. Okay, cool, danke. Habt ihr das gehört jetzt? Okay, sorry, Entschuldigung. I take all of these slings and arrows. Everybody can hear what you're watching. Maybe your headphones are plugged in. It's super loud. Yeah. Trump speaking, right? Yes. you heard all of them. Yeah. I thought you did it on purpose, and then I realized you wear headphones, and it was not to tell you off, just to let you know. Yeah, that's all. Right. Okay. Sorry. I didn't hear. I wasn't sure. I wanted to ask you, but I knew this day would arrive. Entschuldigung, könntet ihr ein bisschen leiser sein? Irgendwie meine Kopfhörer sind ziemlich leise und deswegen. Nee, sie stecken nicht richtig drin. Du hörst es wir laut. Wir hören es gerade, glaube ich, lauter als du. Was? Deine Kopfhörer sind nicht eingesteckt. Lass mal laut. Ach du Scheiße. Habt ihr das jetzt gerade gehört? Ja. Jetzt im Ernst? Ja. Okay, shit. Okay, tut mir leid. Ich dachte, okay, tut mir leid. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm an der Stelle. Okay, Entschuldigung, ja. Yeah, I was wondering why it sounds so bad, but like those are quite good headphones, so okay, I'm very sorry. Like, okay. I'm very sorry. It's crazy. No, but it's a good speech, or not? I was looking at everything. Did you like it? I don't know. Yeah. What's Trump? Yeah. Don't you like Trump? Everybody likes Trump, or not? No. No. Okay. Und zu guter Letzt noch eine Sprachnachricht von meinem Kumpel, der sich unerhörterweise nicht den dritten Peaks geben lassen will. Ich habe mir jetzt echt noch die zweite Impfung so geholt und weiß ja, ich will einfach mal wieder einen Tornado im Club zünden. Ja, aber was ich dir erzählen wollte, ne? Die sagen jetzt echt, dass man sich noch das dritte Mal oder nächstes Jahr noch vierte, fünfte Mal impfen soll. Also so wie du es vor Monaten eigentlich vorausgesagt hast. Digga. Das ist echt der Wahnsinn, dass irgendwie du und deine Verschwörungsleute da irgendwie recht hatten. Digga. Na egal, ich hab ja eigentlich... Bitte? Das ist irgendwie laut gewesen auf Lautsprecher. Bitte? Wir haben alle mitgehört. Sorry. Jeder über diese Box. Oh, okay, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ihr habt das alle gehört jetzt, oder? Ja. Ist nicht so wild, was? Haben schon wieder vergessen. Ja. Alle sollen sich. Nee. Der hat sich jetzt zweimal impfen lassen, aber will nicht das dritte Mal, weil so ein Ding ist das. Ja, aber das ist. Okay, ist mir auch noch nicht passiert. Ja, alles okay. Okay. Werdet ihr euch das dritte Mal impfen lassen, wenn ich fragen darf? Jetzt gerade bin ich das. Ich auch nicht. Okay, tut mir nochmal leid für die kleine Störung, ja? Okay. Oh, ciao. Sorry again, man. That was a little bit embarrassing. Sorry for that. Okay. Okay. Okay, Abfahrt. Wir machen so ein dummes YouTube-Video. Ich habe mich irgendwie gewundert, dass sie so 5 Minuten nichts zu mir sagt, aber können wir das verwenden für unseren YouTube-Kanal? Ist das in Ordnung?
Das ist, weil mein Kollege hat da hinten das gefilmt, sozusagen eure Reaktion. Wir machen eine Art Prank-mäßig, so eine Art, so ein Ding ist das. Ist das in Ordnung für euch? Zusammenfassend also durch und durch positive Reaktion, so wie man sich das auch erhofft. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch den ein oder anderen kritischen Gedankenansatz bei dem ein oder anderen Studenten dagelassen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das Format gefallen hat. Und dann machen wir das auch gerne nochmal. Unsere Kleidung, ja, die Ketzer-Kollektion, zum Beispiel auch das Sweatshirt in Grau hier im Hintergrund, gibt es bei ketzerderneuzeit.de. Schaut gerne mal vorbei. Dadurch könnt ihr uns nicht nur unterstützen, sondern seht dabei auch noch verdammt gut aus. Schaltet gerne nächsten Sonntag wieder ein. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Leo. Ciao, ciao. Ach, eins will ich nicht vergessen. Schaut gerne bei Telegram hier oben verlinkt vorbei. Denn wer weiß, wie lange es uns hier noch bei YouTube gibt. Und ja, ihr könnt euch trauen, Telegram runterzuladen. Es wird nichts Schlimmes passieren, außer dass ihr uns zensurfrei mitbekommt. Und damit ganz herzliche Grüße. Bis denn.